und das neue Freizeitvergnügen Spielbank zog die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens der Stadt Plauen schon in seinen Bann. Denn zur Eröffnungsveranstaltung platzte das Festzelt fast aus allen Nähten. Plauens Oberbürgermeister begrüßte die Entstehung der Spielbank als einen weiteren Anziehungspunkt und Gewinn für die Spitzenstadt. Geschäftsführer der Sächsischen Spielbanken GmbH und Co. KG, Michael Fendel, gab seiner Freude Ausdruck, nach Leipzig und Dresden nun auch in Plauen eine elektronische Spielbank eröffnen zu können. Neben Spannung und Unterhaltung lockt die Spielbank mit hohen Gewinnchancen. Geboten werden Geräte mit Trendspielen wie Bingo und elektronisches Roulette. Auch klassische Slotmaschinen werden zu finden sein. Den ersten Gewinn in der Plauener Spielbank konnte Plauens Rechtsbürgermeister Hermann Feitenthal von Maltitz verbuchen. Bleibt zu hoffen, dass die Spielbank auch als das genutzt wird, als was sie vorgesehen ist. Nämlich als reines, ungezwungenes Freizeitvergnügen.